2018 jährt sich der Beginn des 30-jährigen Krieges zum 400. Mal. Und deswegen haben wir uns hier in Rothenburg als Gästeführer überlegt, eine Sonderführung zu erarbeiten zum Thema Beginn des 30-jährigen Krieges. Was waren die Kriegsschauplätze? Was hat der Krieg an sich mitgebracht, an Leid, an verheerenden Folgen? Und vor allem auch, was hat der Krieg in Rothenburg bewirkt? Es weitet sich aber immer mehr zu einem gesamteuropäischen Krieg aus, in dem dann auch gegen Ende die Religion überhaupt keine Rolle mehr spielt, spätestens als sich die schwedischen Protestanten mit den katholischen Franzosen gegen die Habsburger verbünden. Da ist dann doch der Religionsgedanke ziemlich ad absurdum geführt. Ja, die traumatischen Ereignisse in Rothenburg waren im Jahr 1631, als die Stadt durch den General Tilly eingenommen wird. Vor diesem historischen Hintergrund spielt dann ja auch das Schauspiel der Meistertrunk hier einige Kostüme aus dem Fundus des historischen Festspiels, ja, es hat Jahre gegeben in der Zeit vom 30-jährigen Krieg. Das sind über 80% des städtischen Haushaltes für Kontributionen draufgegangen, also für Abgaben, die man in die durch den aufkommenden Tourismus. Und da hat das Theaterstück der Meistertrunk von Adam Herber, das hier im Saal. Ja, und die, das war das, was man zuletzt gemacht hat. Und wenn man dann was auf der Pfanne hatte, dann war man quasi bereit zum Schießen, ja, dann konnte man schießen.